Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und diesmal schauen wir uns die ersten Total Conversions oder Mods zu Doom an. Und ich habe versucht, da erstmal ein paar rauszusuchen. Bin mir jetzt auch nicht immer hundertprozentig sicher, ob das alles Doom 1 oder Doom 2 ist, in welche Zone das gehört mit den neuen Engines. Verschwimmt das ja ein bisschen. Anfangen will ich hier eigentlich gleich mit Freedom. Das hat zum Ziel, für Leute, die kein Doom besitzen oder kein Doom 2 besitzen, aber eine der vielen Open Source Engines nutzen wollen und trotzdem einen Doom spielen wollen, ein Doom zu erschaffen, was ja auf dem Doom aufbaut, vielleicht einen Reimagining ist. So genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ich habe es vorher noch nicht gespielt und würde mich jetzt auch mit euch zusammen hier überraschen lassen. Ist Version 0.11.3. So, New Game. Gibt 4 Episoden. Outpost Outbreak, Military Labs, Event Horizon, Double Impact. Event Horizon klingt doch super. Bring on the Pain. So. Gerade nochmal Lautstärke checken, da kommt auch schon was. Man hat hier standardmäßig die Pistole. Und das sind die Imps. Interessant. Sind jetzt Schlangen geworden. Die Teleporter-Pads. Hier gibt's. Okay, hier kann ich was rund. Oh, hier kommt der Kollege schon. Da hinten habe ich schon eine Waffe gesehen. Auf den Imp kann er aber ganz gut was einstellen. Ach nee, das war hier der Pad. Okay, das Pad, das Pad. Mal aufpassen. Ja, dass ich keine Nachricht kriege, beziehungsweise dass uns hier jetzt nicht die Munition ausgeht. Wie sind die denn hier runtergekommen? Runtergehüpft. Aua, aua, aua. Nett animierte Texturen. Muss ich schon sagen. Ich hoffe, hier irgendwie noch einen Fahrstuhl aktivieren zu können. Um da hoch zu können. Aber, also man kann hier hoch. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als wenn das so funktionieren würde. Ups. Oh. Ah, das ist der Beholder. Ja, geht gleich schon gut los. Zugegeben. So langsam. Okay. Aber das war auch schon früher so bei Doom. Ja, neu starten und weiter geht's. Ich glaube, es bringt jetzt nichts, hier schon das aufzumachen. Hier laufen wir mal gerade um die Ecke. So, jetzt haben die sich gegenseitig so ein bisschen beschossen. Das spielt uns ja auch zu. Wie machen wir das denn am besten? Also das war auch früher schon so, dass man sich halt schon überlegt hat, wie man vorgeht in manchen kniffligen Situationen. Also entweder bewegt sich der Charakter hier langsamer oder meine Reflexe sind einfach eingeschlafen. Ich gucke dem Tod ja förmlich ins Auge. Ich fürchte, hier geht das auch nicht weiter. Hier hatten wir schon geguckt. Kollegen da oben würde ich gerne noch abschießen, weil ich sonst Angst habe, dass der mir gleich in den Rücken fällt. 100 Schuss haben wir noch. Das sollte auch für den Beholder gleich reichen. So. So, und hier ist das aufgegangen und da kam der Otto raus. Das. Oh, aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava laufe oder Schleim, roter Schleim, Blut, was auch immer das sein soll. Okay, den hätten wir auch. 12% ist jetzt nicht so viel. Ja, auch interessant aus. Was ist das?
Ups. Noch mehr Schlangen. Bestimmt die Soldaten, oder? Nee. Also hier, gefühlt wurde hier jetzt nicht 1:1 ersetzt, sondern man hat sich da schon was bei gedacht. Also die Medipacks da drin geben 10 Punkte. Dafür habe ich gar nicht genug Munition. Naja. Gut. Also Event Horizon, sah interessant aus. Versuchen wir jetzt mal Outpost Outbreak. Wie gesagt, ich versuche einfach so ein bisschen in den Mods oder Total Conversions ein bisschen rumzuspielen, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Das hatte ich ja in der letzten und vorletzten Folge schon mal gesagt. Hier geht es mir jetzt nicht darum, einfach Doom durchzuspielen. Ich glaube, das haben andere schon wahrscheinlich sogar besser gemacht wie ich. Und das hat wahrscheinlich jeder auch von euch schon selber mal gespielt. Das heißt, hier will ich nur mal ein bisschen in die Modding-Szene reingucken und euch mal was zeigen, was man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Ups. Oh, hier gibt es schon mal eine Schrotflinte. Das fängt schon mal... Jetzt schwören können, ich habe gerade eine Kettensäge gehört. Das fängt schon mal besser an. Heilung. Schild oder Panzerung. Oh, komm ja nicht wieder. So, jetzt wollen wir... Auch noch? Hat er hier was hinterlassen? Ah ja, der hat was hinterlassen. Und zwar eine Waffe. Das ist ja auch interessant. Waffen hinterlassen? Oder ist der zufällig... Leiche zufällig auf eine Waffe gefallen. Hm. Ach, eine Schrotflinte sogar. Ah, das war jetzt... Oh. Okay, der konnte aber viel ab. Also ich mache das hier mit einem Port von Chocolate Doom. Doom Retro oder so heißt der. Der versucht halt möglichst... Originalgetreu kann man ja nicht sagen, oder? Möglichst genau an der alten Emulation dran zu sein. So, doch, die hinterlassen Waffen. Aha, interessant, interessant. Schalter gefallen mir auch besser. Also insgesamt ist das schon ein echt netter Port. Die Tür sieht irgendwie aus wie von Doom. Die Lichter auch, aber gut. Wahrscheinlich nicht viele Wege, wenn man so eine Tür kopieren will oder solche Lichter bei so einer niedrigen Auflösung. Hey, hier ist der blaue Schlüssel. Brauche ich wofür? Und Sprung. Ah ja, hier sind noch mehr. Hallo. Hinter mir? Keiner. Mal kurz hier ausweichen. So. Nun zu dir. Hinterlassen nichts, aber so eine Schleimspur. Also ich glaube, so ein bisschen verändert. Weiß ich nicht, ob das jetzt an dem Mod liegt oder an dem Doom Retro. Sowas war natürlich, das Blut war früher nicht so original, sag ich mal. Ah, da unten geht's weiter. Jetzt wollte ich hier gerade nochmal gucken. Liegt hier vielleicht noch irgendwo was? Ah ja. Was denn? War mal eine Kettensäge, das kann ich verstehen. Ist es, wofür benutzt man das? Ein Fantasie-Werkzeug, okay. Hier vielleicht drauf? Ne. Bringt nichts. Ich dachte vielleicht als Schalter. Boah. Schon nicht ohne. Da unten tanzt auch noch einer rum. Oder mehrere. Hey, die ist aber recht gut. Auch auf Entfernung, überraschenderweise. Einer müsste da unten jetzt noch sein. Zwei. Oh, drei. Ne, es sind nur zwei gewesen. Das andere war ein Baum.
Ja, persönlich habe ich ja, also wie ich persönlich in Kontakt gekommen bin mit dem Ganzen, habe ich noch nichts gesagt. Da gibt es vielleicht eventuell noch einen, ja, einen Bonus sozusagen von. Da will ich mir noch nicht so viel vorwegnehmen. Ansonsten gibt es die persönlichen Eindrücke natürlich wie immer im Review oder im Abschlussgespräch später. So, das macht schon echt Spaß. Also das Freedom, da kann man durchaus mal einen Blick reinwerfen. Ist jetzt auch nicht ganz so simpel. Ach so, ah, okay. Das ist hier, war ich eben. Hier bin ich gestartet. Ja, Nachricht habe ich auch gekriegt. Noch eine. So. Machen wir das mal gerade lautlos. Jetzt sagt der Mac auch noch. So, mit WASD kann man das auch steuern, aber das ist nicht für mich. Also, bei Doom. So, was ist das? Das ist nur schmückendes Beiwerk. Da ist der Ausgang. Okay. Ja, ich muss mich schon so ein bisschen zügeln. Ich hätte echt Bock, das jetzt weiter zu spielen. So, gucken wir nochmal den End. Den. Aha. 100% Kills, keine Secrets. 30 Sekunden ist Paar. Communication Center. Geht zum. Also, ich hatte gerade gedacht, das ist. Das erste Level von Doom 1, aber ist es nicht. So, was hatten wir? Outpost Military Labs könnten wir nochmal reingucken. Machen wir nochmal schnell. Und ich würde sagen, dann ist die Folge auch zu Ende. Also das ist Free Doom. Das gibt es für Doom 1 und 2. Glaube ich. Zumindest habe ich Free Doom 1 und 2 wet in einem Ordner gefunden hier. Den ich mir heruntergeladen hatte von der Webseite. Links packe ich in die Videobeschreibung. Ach, das sind wirklich die Demons, diese Regenwürmer. Raketenwürmer. Auch schon wieder. Ach, das ist gar keine Tür hier. Nee. Hallo. So, kann ich darüber? Vermutlich nicht. Nee. Und ins Wespennest? Ja, so ähnlich. Mal mit einem Schuss. Also ihr merkt, dass ich mich mit Shift nicht umdrehe. Früher konnte ich das mal. Das habe ich in der ersten Folge, in der letzten schon versucht. Das funktioniert bei mir nicht so richtig. Ja, jetzt gucken wir uns aber gerade nochmal das andere auch noch an. Also das ist mehr so ein Episode 3 Level. Double Impact. Okay, das startet schon wieder duster. Aber sehr groß. Das ist wie diese Stadtlevel bei Doom 2 so ein bisschen. Ja, insgesamt kann ich sagen, gefällt mir Free Doom echt gut. Und ich hoffe, ihr werft da mal einen Blick drauf. Also Version, was hatte ich gesagt? 03311 oder... Warte, steht das hier nochmal im Startscreen? Options? Ne, steht nirgendwo. Also es war noch nicht fertig, aber dafür ist der Content ja schon echt gut. Und die Wet-Dateien, also die Level-Dateien, gefallen mir auch schon ziemlich gut. Die Grafik ist hübsch gemacht. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen... habt so ein bisschen einen Eindruck bekommen von Free Doom. Schaut da mal rein und begleitet uns beim nächsten Mal. Bis dahin!